und ihre versteckte Botschaft hat in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Menschen hier in die Elisabethkirche kommen lassen. Die Ausstellung der ausgestellten Menschen von Stefan Balkenhol ist, so denke ich, Brücke geworden zum Unsichtbaren. Mein Wunsch ist es, dass diese Skulpturen gerade für die Betrachtenden, die sonst vielleicht einem Kirchenraum fernbleiben und die vielleicht die Religion hinter sich gelassen haben, wirkliche Inspiration gewesen sind und vielleicht sogar für manche den Weg zu Gott neu gelegt haben. Dass diese Hoffnung realistisch ist, zeigt das Besucherbuch. Die Resonanz ist überaus positiv. Die Einträge sprechen regelrecht von einer Begeisterung für diese Ausstellung. Dass sich darunter auch einige sehr wenige kritische Äußerungen befinden, möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen. Dennoch bleibt am Ende als Resümee: Die Mühe hat sich sehr gelohnt, die Bilanz ist hervorragend. Ich möchte als Weihbischof sehr herzlich allen danken, die ehrenamtlich und hauptberuflich an der Vorbereitung und Durchführung dieser Ausstellung beteiligt waren und sich mit Herz und Tatkraft in und für die Elisabethkirche eingesetzt haben. Herr Baumanns hat ja gesagt, es waren 100, die über 100, die mitgetan haben. Großartig. Nehmen Sie meinen herzlichen Dank an als Zeichen für den unsichtbaren Dank des unsichtbaren Herrn, der hinter allem steht und um den es vor allem geht. Besonders herzlich danke ich dem Künstler Stefan Balkenhol für seinen Mut, seine im guten Sinne provozierenden Ideen und sein Engagement. Das Ende der Ausstellung klingt jetzt ein in das Magnificat, den Lobgesang Mariens auf die Größe des Herrn. Danken wir ihm, danken wir auch der Mutter Gottes für alles Gute, für die Begegnungen der Menschen, für die versteckte Verkündigung in der Kunst dieser Kirche, in der Kunst dieser Ausstellung. Danken wir für das gute Gelingen und bitten wir um den Segen Gottes.